wussten wir, dass der Papi und die Mami mehrere spielten. Die Eltern leiden, die schon auch noch gerne spielen. Leider wird bei diesem Spielzeug halt ein bisschen teurer. Und ich glaube, dadurch, dass sie sich das alles selber verdienen und selber kaufen müssen, gewinnt es auch wie einen Wert. Die Arbeit ist mir wichtig, die Beschäftigung ist mir wichtig. Jetzt bin ich 53, jetzt tue ich ein bisschen weniger arbeiten, weil ich gemerkt habe, dass ich noch Zeit brauche für meine Kinder, für meine Frau, für meine Eltern, was ich ein bisschen betreuen muss, und für meine Freunde. Und was ich nicht vergessen will, Zeit für mich selber. Die Familie ist eine große Bereicherung, aber auch eine ganz große Herausforderung. Man wird manchmal für Entscheidungen gestellt, die über Leben oder Nichtleben entscheiden können. Ich habe mich nach der Diagnose Down-Syndrom bei meinem ungeborenen Kind für das Leben entschieden. Insersohn ist der Sonnenschein der ganzen Familie und möchte von Korn gemisst werden. Es lässt sich nicht alles planen. Manchmal ist man machtlos. Es gibt eine höhere Gewalt. Der Glaube ist so ähnlich wie das Schwimmen. Das Wasser kann tief sein und manchmal auch gewaltig. Warum gehen wir nicht unter? So ist es im Leben. Es können tragische Tage kommen. Der Glaube trägt uns durch die Dunkelheit der Welt und durch die tragischen Vorkommnisse. Wir brauchen nur zu glauben und der Herr ist uns nahe. Das wünsche ich allen. Glauben ist für die meisten Menschen etwas ganz Wichtiges. Und egal, wo man herkommt, welcher Kultur wir angehören, es ist einfach schön zu wissen, dass sich die Leute einfach selber aussuchen können, was sie glauben. Und das Beste dabei war einfach, dass wir uns so respektieren und tolerieren, wie wir sein und dass wir gut miteinander schaffen. Tolerant. Tolerant sein ist wichtig und es gibt kein Alter, wo man nicht tolerant sein soll. Tolerant sein ist, die Meinung von jemand anderem zu akzeptieren oder zumindest sie daneben stehen zu lassen und einfach offen sein für Neues, damit es miteinander gelingt und jetzt in ein Gegeneinander wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, oft einmal ist es wichtig, dass man seine Ziele nicht 100-mal hinterfragt, sondern sich die Sachen einmal fragt und auf Vollgas geradeaus geht. Natürlich kann es, wenn man Grenzen überschreitet, ziemlich schnell ziemlich gefährlich werden. Und deswegen finde ich, dass man Grenzen verschieben soll, also nicht überschreiten, um seine Leidenschaft einfach in einem sicheren Rahmen auszuleben. Und das ist natürlich ziemlich geil und voll cool, ja. Risiko ist okay, es kann aber auch schief gehen. Wichtig ist, mit der neuen Situation zurechtzukommen. Es ergeben sich allen viele neue Möglichkeiten. Und wenn man für etwas kämpft, dann wird es auch belohnt. Nicht aufgeben. Allem locker bleiben, das ist ganz wichtig im Leben. Seid konsequent, denkt an Ziele, verfolgt es dir, baut noch, aber niemals verbissen. Weil Verbissenheit und Zorn selber im Leben noch niemand beigebracht. In dem Sinne, allem locker bleiben. Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück. Glücklich sein setzt voraus, dass man ein Leben in Ausgewogenheit, in Balance findet und dazu gehört auch eine ausgeglichene, balancierte finanzielle Situation. Wie kommt man in eine so eine ausgeglichene, balancierte finanzielle Situation? Indem man rechtzeitig Geld beiseite legt, rechtzeitig vorsorgt, damit man das Geld, die notwendigen finanziellen Mittel, halt dann auch zur Verfügung hat, wenn es einmal eng wird, beziehungsweise wenn man das wirklich braucht. Als arbeitende Mama ist es oft nicht leicht, einen Spagat zwischen Familie und Beruf zu finden. Aber wenn man die Prioritäten richtig setzt, dann schafft man auch das. Al mes sentir bel da scora da je fa sport. Al mes sentir bel je chante es un instrument. Mo a mes adit cant cajite me salce mo pre bel tanto un pic tant por mi compais. Ich find's wichtig, dass man ein Leben hat, von dem was man keinen Urlaub braucht. Sei es beruflich,
sowie privat. Ich glaube, wenn man an die eigenen Träume festhaltet und die verfolgt, dann kann man sie auch bis zum Schluss verwirklichen. Und wenn man zum Schluss vom Leben zurückblickt und nur sagen kann, wow, das war eine schöne Zeit, dann glaube ich, hat man viel erreicht. In diesem Sinne, lebe deinen Traum. Mein großer Traum von Leben ist es, die ganze Welt zu sehen, überall hinzureisen und alle Kulturen kennenzulernen. Und vor allem nicht alles zu glauben, was in den Nachrichten und im Fernsehen kommt. Einfach selber hinfahren und sich überzeugen, was stimmt und was nicht. Hey, grüß dich. Ich bin der Almedi von Südtirol. Kennt das Mädchen alle. Bin auch wieder in der Welt umgekommen. 1977 waren wir schon in Amerika mit der Musik, Ustertaler Gaudi-Musik. Und danach bin ich in Rumänien einmal geworden, für einen guten Zweck, haben wir Kindergärten gebaut. Und danach bin ich in Afrika mit in Karl-Heinz Behm, da haben wir eine Kirche gebaut. Und heimgekommen bin ich echt allem gern, weil bei uns ist ein Schirrchen in Südtirol. Was machst du? Ha? Machst du? Jeder Mensch auf der Welt ist einzigartig. Jeder muss zu sich stehen. Und meiner Meinung nach ist das Wichtigste, dass man mit dem großen Strom mitschwimmt und das tut, was jeder tut, sondern dass man das tut, was man selber will und somit glücklich auf sein Leben zurückschauen kann. Anders zu sein bedeutet, ein großer, wertvoller Mosaikstein in einem großen Ganzen zu sein. Trau dich, du selbst zu sein, dich selbst zu finden und mach es anders, mach es besser. Die Jugend traut sich etwas. Selfie finde ich super. Deswegen setzen wir uns als Jugendreferenten für unsere Jugend ein, damit sie positiv in die Zukunft schauen können. Jugendzeit ist eine schöne Zeit. Jugendzeit ist genießen. Jugendzeit ist auch Schule gehen. Jugendzeit ist auch sich wirklich mit Freunden treffen und Unterhaltungen machen. Diventando maggiorenni servono delle responsabilità. Io, per esempio, sono sportivo e ho imparato che nella vita serve una disciplina per costruirci una vita come lavoreremo in futuro. Ein englischer Sprichwort sagt: Life is a mountain, not a beach. Wir hätten natürlich lieber einen Strand, gemütlich, einen Cocktail in der Hand und schauen gerne aufs Meer raus. Das Leben ist schon wie ein Berg mit vielen Herausforderungen. Und was ich ein Quinch ist, dass ich das Leben als ganzes Säck mit allen Höhen und Tiefen und mit allen Herausforderungen. Ganz im Sinne von immer nach vorne sehen, niemals zurück. Danke für diesen Ball. Ich als alter Mann mit 88 Jahren kann euch nur den Rat geben, entscheidet euch in eurem Leben immer für sich die eigene Meinung zu haben, nicht dauernd auf andere Ratschläge eingehen, damit ihr das Richtige für euch entscheiden könnt. Und das ist dann euer schönes Leben. Ja, ihr wisst schon, was ich bin. Aus der Schauen wir. Ja. Das wäre kaum geil. Ja. Ich muss weiter, ne? Das ist meine Schuld, gell? Ah! Na, jetzt hast du jemanden auf die Schulter. So, jetzt weiß ich die Wahrheit. So geht's, gell? Nein, sie in der Schule, sie in der Schule, gell? Alles schon weit. Ich erwische dein Glottet. Grode Auer geht das Sack, das Sack.
Was, wenn du schon patsch und dann. Okay. Entschuldigung. Verbrennen, Dego.